Ein Stück begrüßen wir euch, die drei Flötenlehrerin der Musikschule Gilching. Sigi Hausen, Sabine Häusel-Hausch und Friedgard Umbreit. Wie ihr gemerkt habt, haben wir mit drei verschiedenen Flöten gespielt. Die Sopranflöte, die kleinste in unserer Runde, die bekannteste, mit der fangen die meisten an. Und zwar ein Triller für den Ton A, der beginnt auf dem H. Super, sehr gut. Aha. Und ein schwierigerer Triller ist der auf dem C, auf dem hohen. Da haben wir dann den Daumen. Sehr gut. Und jetzt machen wir drei verschiedene Triller gleichzeitig. Du machst den auf dem C. Also D, C. Also den hier. Mhm, Lia. Lisa, du machst den auf dem A, das heißt H, A. Also ich mach den. Genau. Und ich mach den auf dem F. Und. Wow, ich finde, das klingt ein bisschen wie ein Fluss, oder? So. Ja. Und jetzt hätte ich gern, dass ihr beide ein bisschen breiter spielt. Nicht langsamer, aber die Töne schöner breit. Ich spiele euch das mal vor. Und bei euch ist es so ein bisschen mehr Staccato. Und dann haben die Töne nicht so viel miteinander zu tun. Also nur dü, dü, dü sagen. Machen wir die Stelle. Wenn man dann findet, dass die Blockflöte ein ganz tolles Instrument ist und die Finger gewachsen sind, dann kann man die Altflöte lernen. Und später kann man auch die Tenorflöte spielen. Es gibt aber noch mehr Blockflötengeschwister. Und wir haben jetzt die Flöten getauscht. Ich habe die gleiche behalten, aber meine Kollegin hat jetzt die Altflöte. Und wenn ihr mal hier hinschaut, das ist eine Bassflöte. Und ihr werdet merken, es klingt gleich anders. Ritardando und Zusammenspielen vergessen, dass du dieses erste C ganz zum Schluss ein bisschen da du, ja, ist ja. Alles vorbei. Ja? Du darfst dich ein bisschen mehr auf den Vorhalt draufsetzen beim Praller. Auf den Vorhalt drauf. Okay, ja. Ein bisschen mehr. Dam, dia, yam, bam, bam, da, dam. Ja? Aber es gibt noch mehr Blockflötengeschwister, noch kleinere und dann noch viel größere. Wir tauschen noch mal die Flöten.